5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Alan Wake 2 mit mir, dem Pirates. Wir machen weiter. Wir haben letztes Mal ja da relativ viel gespielt. Relativ, wir sind da natürlich auch relativ weit gekommen. Bei 15 Stunden, über 15 Stunden bin ich schon. Was? Müsste ja bald durch sein. Ja, wir machen weiter. Wir müssen nicht den Kult jagen. Gruseliger Keller. Ja, was hast du denn gedacht? Ein nicht gruseliger Keller wäre auch mal geil. Ich glaube, das wird nichts. Hey! Hallo? Das ist der Klicker. Was zum... Nein! Sie haben ihn! Sie spielen ein Spiel mit mir. Ich war so knapp dran. Sie haben den Klicker. Ich kann sie finden. Wohin Dammt. Würden sie gehen? Keine Ahnung. Aber erst sollten wir uns diese... Oh nein. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Hier ist ein Übergang. Genau wie der beim Cauldron Lake. Mulligan und Thornton sind wie Nightingale. Sie sind drin. Und warten. Und ein Festwagen ist der Schlüssel? Saga hatte darüber gelesen. Die Falle. Sie wusste, was auf sie wartete. In dem Moment, als sie den Riesen sah, wusste sie, dass sie nicht bereit war. Du hast Logan ertrinken lassen. Die Waffe, die er trug, konnte ihren Schädel wie ein Ei zerbrechen, das Hirn wie Eigelb auslaufen lassen. Alles, was sie liebte, verloren. Alles, was sie war, verloren. Wir werden zusehen, wie es deinen Verstand auffrisst. Als sie das las, wurde ihr schlecht. Aber die Angst war groß, als sie sich hier stellte. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Okay. Dann... Ich mal auf Profile, die Deputies. Zum Besessenen. Mulligan und Thornton ging es vorhin noch gut. Wie ist das passiert? Ein schrecklicher Fehler. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Schatten auf ihren Gesichtern und füllten die Gestalt der beiden aus. Das Allerbeste aus Bright Falls. Ein miserables Pastrami-Sandwich. Mulligan und Thornton erging es wie Nightingale. Achso, die sind jetzt ein Monster, oder wie? Mulligan und Thornton sind Mitglieder des Kults. Er ist der Anführer. Das Hirn läuft aus wie Eigelb. Der Nervenkitzel des Dominierens. Nicht bloß ein Baum, ein Wald. Das Wort. Ein solches Geheimnis stirbt niemals. Es gibt mehr als einen Anführer. Okay. Ja, wieso? Oh Gott, jetzt ruckelt er schon wieder. Oh ne, muss jetzt wieder neu starten. Oh. Oben ist ein Besessener. Das war eine Falle. Toll. Wir starten das Spiel nochmal neu, es ruckelt wieder. Ich habe keine Ahnung, was damit mal los ist. Na gut, bis gleich. So, jetzt läuft's wieder. Na, ich habe keine Ahnung, was damit mal los ist mit dem Spiel. Okay.
In dem Festwand, der an der Seite erwähnt wird. Haben wir eigentlich. Das habe ich doch gar nicht geguckt. Genau. Geheimes Gruppenstück unterhalb von Emos Motorradclub. Genau, unwahrscheinlich, dass die Cross-Killers nicht von seinem geheimen Kultraum unterhalb des Tops wussten. Was? Dies ein Manuskript. Spur des Kultes. Geheimes Versammlungszimmer unterhalb der Garage. Ja, warte, das da. Das ist das Hauptquartier des Kultes Baumes. Klicker wurde vom Altar genommen. Der Klicker war die ganze Zeit hier. Scheiß Mulligan und Thornton. Klicker war im Geheimraum, im Geheimkultistenraum unter der Garage. Mulligan und Thornton mir zuvor gekommen. Hieß ein Manuskript, ja. Sie haben den Klicker in den Übergang mitgenommen. Wie bekomme ich ihn zurück? Ach, für später. Ah ja. Ah, okay. In den Festwagen, der auf der Seite erwähnt wird. Wow! Eikoppe! Noah! Oh. Ja. Oh. Peace. Da, leg dich hin, Kumpel. Alter. Danke. Arschloch. Was zum Fick? Oh mein Gott. Da ist mir jemand wirklich dagegen, dass ich mich wieder verpiss. Ist dieser Festwagen auf der Seite gemeint? Es gibt da, wo? Ah. Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Das Gedicht und das Herz waren der Schlüssel zum Übergang bei Cauldron Lake. Hier ist es der Festwagen. Aber er ist unvollständig. Der Festwagen der Koskelas. Ilmo stand vor dem Festwagen. Dann wandte er sich seiner Crew zu. Jetzt stellt euch vor, wie sich die Arme des Mörders bewegen. Stich, Stich, Stich. Und der Naki lacht. Beim Hirschfest gehen alle immer auf Nummer sicher. Wir nicht. Dieses Monument für Waterys Geschichte, dieses Kunstwerk, wird die diesjährigen Preise abräumen. Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Okay. Hat erhält den Klicker von Mulligan von schießt jetzt über ganz Ritual ab. Und was noch? Besuche den Bereich des Festwagens. Das Ritual des Übergangs war mit der Gestaltung des Festwagens verbunden. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Das hier. Das Foto bewies, dass der Kult den Klicker hatte. Thor und Odin steckten auch mit drin. Das muss ich später weiter verfolgen. Okay. Mulligan und Thornton den Übergang. Muss das Festwagen abschließen, um ihm zu folgen.
Der Paradefestwagen braucht von der Weise 4 Stück. Ah ja, haben wir noch irgendwas bei dem Fall? Nee. Die anderen auch nicht, okay. Was fehlt vom Festwagen? Ich muss ihn zusammenbauen. Was für ein verstörender Festwagen. Starr zu, immer und immer wieder. Das muss bedeuten, dass sich der Arm bewegen sollte. Okay. Dieses Lachen, ey. Wieso trägt einer von ihnen eine Maske und der andere nicht? Das ist also Koskellers Festwagen. Wie es aussieht, fehlen nur 4 Teile. Das ist die einzige Maske ohne eine Ortsangabe. Hm. Ich kann es nicht lesen. Maske durchgestrichen? Souvenirladen. Einfach. Poku Coffee World Souvenirladen Fresh Plot. Espresso Express. Verstanden. Monster the Plotting Coffee World Espresso Express. Fairtrade Fun Zone. Weil das sollte man sich vielleicht mal aufschreiben, ne? Das ist ja relevant, da muss ich ja nicht jetzt gleich suchen muss und das Spiel wird mir bestimmt wieder nicht anzeigen, wo ich was finde. Ich weiß es nicht, aber ich habe auch keinen Bock zurückzulaufen. Also, wir haben Poco. Poco ist Coffee World, okay. Dieses Gelache. Souvenirladen, okay. Alter, ist doch gut, wie du lachst, alter Schwede. Fresh Pot. Maske ist unbekannt. Motorsteuerungspartine, Coffee World Espresso Express. Geht alles Coffee World oder was? Ja. Ja. Motor. Junge. Was ist das hier für Worte? Motorsteuerungspartine? Geil. Kaff. Coffee World Espresso Express. Espresso, Kassette, Coffee World, ich weiß ja nicht, ob das nachher noch relevant ist, Fairtrade Fun Zone, okay. Gut. Oder wie weit mir das nachher noch angezeigt wird, sagen wir mal so. In der Liste eine Kassette erwähnt.
Aha. Eine Kassette? Die Kassette ist in der. Okay, ich hatte es wohl auch nicht. Lässt du deine Platine erwähnen? Deine Platine? Die Platine ist im Espresso Express, okay. Ja, ja. Das Poco soll im Souvenirladen sein, aha. Und dort der ein. Aha. Wann haben wir jetzt das? Erstelle ein Profil der Person. Figur auf dem Festwagen sieht unfertig aus. Okay. Der Festwagenmörder trägt keine Maske. Vielleicht braucht er eine? Uatari schon das Messer und stach zu, immer und immer wieder. Ja, vielleicht? Sollten sich die Figuren bewegen? Platine steuert Armbewegungen, okay. Naja, jetzt müssen wir hier ein Profiling machen. Die A-Schädelmaske. Die Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mokka-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mokka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elch-Schädelmaske ist. Die Deputies? Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Steak ist nie verkehrt. Kümmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist. Ich weiß, dass sie es wissen. Die A-Schädelmaske, wo ist sie? Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir der Schlampe, wer hier das Sagen hat. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen. In der Coffee World. Ah. Ah ja. Mulligan und Thornton, sie haben jemanden ermordet. Sie haben die Leiche in den Utari-Brunnen geschmissen. Okay. Mulligan und Thornton waren für den Eischädel verantwortlich. Klingt so, als hätten Mulligan und Thornton etwas verbockt. Irgendwas beim Schädel. Sie stecken die Leiche jetzt auch fast in den Brunnen, aber vielleicht haben sie noch mehr versteckt. Utari-Brunnen. Ah. Otari, ne? Otari, Brunnen, okay. Okay. Otari, Brunnen, aha. Gut. Noch irgendwas? Nö. Ich habe etwas gesehen, genau wie damals in Cauldron Lake. Der Brunnen, hier in Coffee World. Der Elchschädel wird dort sein. Sind jetzt auch immer markiert? Nee, markiert nichts. Natürlich. Ah, na gut, ich meine. Eine Ladung habe ich zerdonnert. Egal, ja. Also. Das Spiel jetzt schön nicht ruckeln. Verstehe auch nicht, warum es ruckelt. Ist es unten vielleicht? Kultversteck? Warte mal, eine Sache muss noch gucken. Wieso ruckelt es denn? Ich verstehe. Also bei den Spiel verstehe ich jetzt nicht, warum es ruckelt. Man schaut es kurz neu, dann geht's wieder. Es macht nur Probleme, wenn man es. Also wenn man sich neu steht, ich habe keine Ahnung. Wie das gedacht ist.
Warum es mal so ruckelt und mal nicht. Ich habe keine Ahnung, also es geht ja. Aber wieso man es denn neu starten, es dann aber mal funktioniert? Frei, ich habe keine Ahnung. Da ist ja gut.